So. So macht man das. Schön gemacht, Kollegen. Straße abgesperrt. Könnt ihr die mal aufhalten, bitte? Dankeschön. Ja, und uns kommt zu einem weiteren Video, und zwar heute GTA 5 LSPD Farmer wieder am Start. Wie ihr sehen könnt, in La Mesa unterwegs. Ja, da ist immer relativ viel los, ziemlich viele Kuriere, weil hier auch eine direkte Autobahnanbindung besteht. Aber ich habe mich entschieden, doch nicht mehr den Skoda zu nehmen. Ich finde, der ist nicht so schön, und generell, ich habe doch eher Lust auf so einen schicken BMW 525D. Ihr kennt den ja schon, unseren alten Bekannten. Und ja, ich finde, der ist viel schöner, nicht nur zu fahren. Und aus dem letzten Video, denke ich, habt ihr vielleicht auch entnommen, was da für ein Vorfall war bezüglich, ja, ich würde sagen, der Fahrstabilität. Uiuiuiui, mitten auf der Straße. Eieiei, was ist mit dem Auto los heute? Ach du heilige Maria. Das geht ja gar nicht. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben das falsche Auto gekriegt. Ja gut, aber nichtsdestotrotz wollen wir heute mal mit dem schicken 525D wieder auf Streife gehen. Nur der Tank ist fast leer. Muss jetzt noch schnell tanken. So, schauen wir mal kurz. Und wie ihr es vielleicht auch seht, es schneit zwar. Das ist auch das Wetter allgemein, aber es gibt kein... Oh, wir müssen jetzt dann... Fahren wir hier links dann die nächste. Wobei, ja, fahren wir hier links. Aber es gibt keinen Schnee auf den Straßen. Das liegt daran, dass eine neue Version rausgekommen ist und deswegen der Schneemod nicht mehr kompatibel ist. Ich meine, okay, da kann man jetzt aber auch nichts ändern, das ist halt so. Jetzt warten wir, bis es hier mal endlich grün wird. Ja, im Allgemeinen finde ich, der 525D ist halt auch qualitativ und generell auch von der Fahrweise her der beste. Also, beziehungsweise der beste Mod oder die beste Modifikation für GTA 5. Der Tank ist auf der rechten Seite normalerweise. So viel dazu, dass die Tank... Na gut, okay. So viel zu hoch detailliert, wenn es gar keinen Tankdeckel gibt, irgendwie. Na ja, okay. Hätte man jetzt natürlich noch machen können. Also mir einen schönen Kanister genommen, das ist mir aber egal. Den brauche ich nicht unbedingt, aber ich muss den auftanken, bitte. Okay, schauen wir mal von hier. Ja, von hier geht's, ne? So. Okay, aufgetankt. Armed Driver, okay, Gunfire reported. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Auto ist wieder voll. Können wir gleich hier wieder schön Super Plus verbrennen. Weil es dann eher Diesel wäre, theoretisch. Unterstützung ist auf dem Weg. Ah, in dem schönen Audi A4. Eieiei. Schauen wir mal, ob wir ihn zur Vernunft bringen können hier. Na, irgendwie will er nicht so ganz. Mal schauen. Der ist bewaffnet, habe ich gehört, ne? Ich nehme mal den Taser in die Hand. What the fuck, eine Schrotflinte! Boah! Das war aber der Schnellfeuernde. Ach du Heiliger. Okay, jetzt macht er sich gerade keinen Freund damit, dass ich immer alle Leute versuche, freundlich und vorsichtig zu in Haft zu nehmen. Nein, jetzt war's das, Kollege. Keine Gnade für ihn. Wenn mir so kommt, ne? Der wird gleich sehen, was hier mit seiner Schrotflinte passiert. Da ist er. Dass die so schnell feuern, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Und in der Zeit hat sich nämlich der Taser nicht wieder aufgeladen. Sonst hätte ich ihn getasert, aber gut, ich meine, kann man jetzt nichts machen. Ist halt so. Dann müssen wir uns jetzt halt darum kümmern. So, langsam hier bitte vorbei. Er hat so ein bisschen die Tür von dem Kollegen abgefetzt. So. Abschleppfahrzeug informiert, dann können wir auch schon weiter eigentlich.
So, gut. Hätten wir das auch? Fängt das schon mal gut an. Direkt mal von einer Schrotflinte erwischt. Geworden zu sein. Naja, gut, okay. Kann man sich ändern. Nächster Einsatz, Kidnapping. Es ist Wahnsinn heute. Aber ganz ehrlich, jetzt kommt direkte Unterstützung. Boah. Na gut, den kann ich jetzt nicht mehr übel nehmen. Weil ich hätte kein Blaulicht dann. Boah, Geisterfahrer. Jetzt reicht's mir aber. Wenn du eine Waffe ziehst, ne? Auch noch eine Frau. Ich hab's erwischt. So. Aber wir wollen sie ja eigentlich festnehmen, ne? Nehme ich mal an. So, einmal bitte aussteigen. Die hat schon das Schießen angefangen hier. Die Kollegen öffnen das Feuer. Ja gut, okay. Was soll denn das jetzt? Ja, komm, fahr nochmal rein, ne? Ja, ja, fahr! So, Kollege. Die wollen auch direkt abhauen. Ja. Genau. Es ist der Wahnsinn, was wir Idioten schon wieder rumlaufen. Und er will nicht stehen bleiben. Bleib stehen. Wie oft noch? So, wenn er jetzt nicht stehen bleibt, dann kriegt er ein paar Schüsse ins Bein. So. Geht doch. Schon wieder Illegal Street Race. Kümmern wir uns gleich drum. Es ist der Wahnsinn, was gerade hier abgeht, ne? So viel zu tun. Kein Wunder, wenn ich einmal im Dienst bin, dann geht's hier schon wieder rund, ne? So, ich brauche jetzt hier sofort Unterstützung, Luftüberwachung. News Team und News Air Support zum Straßenrennen, weil sonst kriegen wir die auf keinen Fall. Zwei Luftüberwachungsteams. Oh, wie stellen die sich hin hier? Es ist der Wahnsinn mal wieder. Ganz ehrlich, ne? Wenn die das bei mir im echten Leben machen würden, wenn ich hier wirklich Polizist wäre, boah. Die würden das kein zweites Mal machen hier. So wie die sich manchmal anstellen, die Kollegen. So. Und da sind auch schon die Kollegen von mir. Also auch gut, dass wir jetzt eine Menge Unterstützung kriegen. Jetzt haben wir auch die Helikopter dran. Jetzt können die uns natürlich nicht abholen. Was? Abhauen. Was? Der ist schneller als ich? Das glaube ich nicht. Ich bin hier schon auf Vollgas, ja. Mit unserem etwas modifizierten BMW. 165 auf der Landstraße ist schon nicht schlecht. Aber das Gute ist halt, der ist sehr, sehr kontrollierbar. Im Gegensatz zum anderen, zum Skoda, den ich da gehabt habe. Der war echt nicht so der Hit. Merkt man halt auch wieder den Unterschied, ne? Uiuiui. Die Kurve habe ich ein bisschen zu schnell genommen. So, hier rechts hoch. Wir kriegen die aber auch nicht. Wir sind zu langsam. Da kommen jetzt Vollgas hier auf der Autobahn. Ich hole nochmal Unterstützung. Das ist das FBI da vorne. Ja, das sind die News-Einheiten. Die sind auch schon dran. Servus, Kollegen. So, direkt auf die Reifen. Aston Martin und sowas in der Richtung, hä? Wir müssen die Straße absperren. Sofort. Raus im Auto. So. So macht man das. Schön gemacht, Kollegen. Straße abgesperrt. Könnt ihr den mal aufhalten, bitte? Dankeschön. Boah. Ah, die Kollegen verfolgen den anderen. Gut. Okay, übernimmt ihr den? Wunderbar. So, und zurück zum Auto. Haben wir abgesperrt hier. Die Sperre können wir jetzt auch wieder aufheben dann.
und hinterher. Die Kollegen sollen sich hier um den Rest kümmern. Aber der Helikopter verfolgt den anderen, damit wir den nicht verlieren. Das ist auch sehr gut. Deswegen würde ich immer bei so Straßenrennen immer selbstverständlich einen Helikopter dazu ziehen. Das wäre sonst sehr schlecht. Brauchen wir nochmal Unterstützung in dem Pursuit jetzt dann. Aber der Audi A4 war nochmal um einiges schneller. Der ist, glaube ich, 210 gelaufen. Der BMW 525D schafft jetzt hier nur 180. Natürlich dann nicht ganz so toll und die anderen sind schon ziemlich weit vorne. Wir brauchen nochmal Unterstützung. Hab Unterstützung nochmal geordert. Eieiei, der Motorradfahrer ist auch lebensmüde. Relativ viel Verkehr hier. Komm, wir müssen sie mal bekommen hier. Ja, Freeway. Bisschen langsam unterwegs sind wir mit 180. Ja, ist ja klar, wenn die ein Straßenrennen machen, die haben wahrscheinlich Autos, die fahren weit über die 200 km/h Marke hinaus. Ja, deswegen braucht man auch die Helis, ne? Aber wir kommen schon näher. Also so ist nicht. Er kann wahrscheinlich seine Geschwindigkeit nicht halten bei dem Verkehr. Na komm. Scharfe Kurve. Uiuiui. Ah, der ist auf der Ausfahrt stecken geblieben. Sehr gut. Uiuiui. Ja, komm, mach noch ein bisschen mehr Zeitlupe, Kollege. Ja, sehr, sehr actionreich hier, wie man sehen kann. So, weiter geht's. Porsche Cayman, hä? Ja, mit dem Taser die Reifen zerschießen, das mache ich. Raus da! Eieiei. Wo ist jetzt mein Auto hin? Meine Güte! Da mein Auto jetzt aus unerklärlichen Gründen vorhin despawned hat, müssen wir jetzt weiterfahren. Haben wieder ein bisschen Abstand aufgebaut, leider. Boah. Das ist nicht mal eine Verfolgung hier. Aus dem Weg. Ja, sehr gutes Handling, aber dafür halt nicht ganz so schnell, ne? Wieso zieht der Helikopter ab? Wir brauchen nochmal einen. Ja gut, anderer Helikopter kommt, weil wir verlieren ihn sonst komplett hier, den Cayman. Ich hätte ihm einen Reifen zerschießen sollen, oder beide Reifen. An die kommt man sonst so schlecht ran. Oh, what the fuck? Dass der auch keine Lampen hat, ey. Sieht man ja gar nicht. Ich hau mal einmal kurz an die Straßenrand und dann... Eieiei. Ah, da ist auch ein Helikopter, sehe ich gerade. Ja, das ist auch ein Weg. Aber bis wir an den rankommen, ne? Boah. Man sieht die aber auch so schlecht, weil es so neblig ist. Also klar, im Winter so. Natürlich ein bisschen neblig, aber... Boah. Das war knapp. Da ist auch schon der Transport in sein neues Eigenheim. Ja, wenn ich den Typen habe. Aber den hole ich mir auch lebend hier, der hält mich auf Trab. Rechts oder links? Links. Wir hätten rechts fahren sollen. Mist. Abkürzung. Okay, das war keine Abkürzung. Wir müssen wieder auf die andere Autobahn. Ja, wie kommen wir da am besten rüber? Hier. Das ist eine Abkürzung. Eieiei, was macht denn der Kollege da? Dass die Kollegen aber nicht zugreifen, ne? Die halten ihn nicht auf, die eiern dem hinterher. Ja? Ja, geht gar nicht sowas. Obwohl wir jetzt zwei Helikopter dran haben, glaube ich sogar. Eine ewige Verfolgungsjagd. Aber mal was Neues. Das hatte ich bisher auch noch nie. Dass ich die durch ganz Los Santos gejagt habe hier. Die ganze Zeit und nicht rangekommen bin. Zum Beispiel auf über 200 gewesen gerade. Aber wir müssen rechts, links. Ja, hier geht's links, okay.
Uiuiui. Der fährt wieder runter und wieder rauf. Eieiei. Ja, das nenne ich mal hier einen Sprung, hä? Obwohl wir vorhin an fast derselben Stelle waren. So, komm. Und drauf. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir ihn. Jetzt ist das Ende. Aber wie die Leute immer hier versuchen, der Polizei Platz zu machen, obwohl sie genau das Gegenteil tun. So. Jawohl, da haben wir einen Reifen erwischt. Na komm. Dich habe ich gleich. Also als Langstreckenverfolgungsfahrzeug würde ich den BMW nicht unbedingt nehmen. Der hat zwar eine gute Beschleunigung, aber Topspeed ist nicht ganz so, hä? So, dich kriege ich, Kollege. Dich kriege ich. Eieiei. Na. So, jetzt hat. Mal hier die Straße ein bisschen absperren hier. Die Kollegen kümmern sich derweil um die Verhaftung. Wunderbar. Gut gemacht, Kollegen. So, okay. Dann, Transporter wird auf dem Weg sein. Blockieren tut er den Verkehr nicht. Wunderbar. Gut, das war jetzt mal eine Verfolgungsjagd. Eieiei, ich weiß gar nicht. Ich hatte so eine Verfolgungsjagd fast noch nie, ja, dass ich hier Leute über den ganzen Los Santos Highway gejagt habe. Aber da haben natürlich die Helikopter gute Arbeit geleistet, dass die uns die Position die ganze Zeit mitgeteilt haben. Ja. Obwohl halt nicht alles super verlaufen ist, aber okay. Ich meine, das kann es auch nie. Ja. Aber Glück, dass wir wenigstens beide erwischt haben. Das ist das Gute, ja. Naja, und ein Unfall wahrscheinlich. Ja gut, ich dachte schon, vielleicht wäre der Unfall durch uns passiert, weil wir jetzt gerade hier so eine Action abgezogen haben. Aber nee, der ist da hinten. Am Hafen auch noch. Oh, da müssen wir uns beeilen. Dass sein Auto im Wasser versinkt. Ah nee, alles in Ordnung scheint so. Okay. Eieiei. Wie kann es denn hier zum Unfall kommen? Die Strecken sind doch eindeutig gekennzeichnet. Na gut, okay. Ne, das ist nicht. So, warte mal, stehen bleiben bitte mal. So, einmal bitte Führerschein, Fahrzeugpapiere. Schauen wir mal. Andrea Hernandez. Wir prüfen mal das. Hat sie. Bei der scheint alles in Ordnung zu sein, okay. Dann darf die auch weiter. Ist das Fahrzeug beschädigt? Da kann das nicht mehr weiterfahren. Funktionieren die Leuchten noch? Ich glaube, die Lichter gehen sogar noch. Können wir da eigentlich auch, wobei wir müssen aber auf jeden Fall ihre Kontaktdaten aufnehmen. Schreiben wir uns auf jetzt. Kennzeichen etc. Und dann darf die eigentlich schon weiter. Genau. Der Rest klärt sich dann natürlich über die Versicherungen von den beiden. So, jetzt kümmere ich mich hier rum. Auch hier mal Führerschein, Fahrzeugpapiere. Hat sie einen Mercedes schraffiert vorne. Die Ashley. Gleichzeitig noch die Dinge hier genommen. Wobei, die könnte weiterfahren eigentlich. Die hat auch keine Schäden. Trotzdem müssen wir hier auch noch aufschreiben. Alles weitere. So. Haben wir das auch. Wunderbar. Gut, dann hätten wir den Fall hier geklärt. Beide Daten aufgenommen. Die Frau, glaube ich, will nicht mehr weiterfahren. Ich glaube, die Front Scheinwerfer sind auch im
Piep und deswegen müssen wir die hier abschleppen an der Stelle. Oh, was jetzt passiert? Oh, jetzt bin ich in dem Auto. Ah, super. Diese Spawns von den LKWs sind so gut, ne? Naja gut, so viel dazu. Gut, dann kümmere ich mich jetzt um die weiteren Sachen. Diesen Fall hätten wir soweit geklärt. Dann würde ich sagen, Leute, das war's auch schon wieder. Mit einer sehr, sehr langen Verfolgungsjagd und ja, einem kleinen Unfall. Ja, ich würde sagen, das war doch mal interessant. Wir schauen mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht, ja. Vielleicht dann auch schon wieder mit dem neuen Schneemod, ich weiß es nicht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.